Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Handelshilfen für den MetaTrader 4 und 5 mit David Varney von AlgoCamp. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und bevor ich an den David übergebe, wissen Sie ja oder vielleicht wissen Sie es noch nicht, umso mehr muss ich das dann machen, Ihnen den Risikohinweis zeigen. Bitte zur Kenntnis nehmen und auch lesen. Sie müssen letztendlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Bitte dieses Webinar nicht als Empfehlung oder Anlageempfehlung verstehen, sondern als ja, dient letztendlich nur zu Schulungszwecken. Ganz wichtig an der Stelle. Und genau, wenn Sie sich die Aufzeichnung gerade anschauen, dann kurz pausieren. Dann sage ich offiziell auch nochmal schönen guten Abend, David. Schön, dass du heute wieder mit uns hier ein Webinar veranstaltest. Und ich übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Spaß, viel Erfolg. Wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Oh, super, vielen Dank für deine Einleitung. Jetzt sollte man auch meinen Bildschirm sehen. Perfekt, das sieht gut aus. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Freut mich, dass Sie heute erschienen sind, obwohl es draußen so heiß warm ist und die Sonne ruft. Da freut es mich umso mehr, wenn Sie heute sich wieder dem wichtigen Thema widmen, dem Algo Trading. Ja, mein Name ist David Barney. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. Wir sind stolzer Partner von FXBet und haben uns auf den automatisierten Börsenhandel konzentriert. Und zwar alles, was damit zu tun hat, das heißt die Programmierung von Handelsstrategien, die Entwicklung von Handelsstrategien, der Betrieb von Systemen, Programmierung von Indikatoren, Trading-Serververwaltung, alles drum und dran, was irgendwie mit dem Algo-Trading an sich zu tun hat. Und das wird auch wieder heute Thema sein. Heute lautet ja der Titel Handelshilfen für den MetaTrader 4 und 5. Und zwar wollen wir uns heute nicht speziell um den Klassiker kümmern, und zwar Handelssysteme, automatische Handelssysteme. Und das ist immer so das Erste, woran wir denken, wenn wir beim Thema Algo-Trading sind oder automatischen Börsenhandel. Aber gerade für die, die manuell handeln, kann das Algo-Trading auch viel, viel bringen. Wir müssen also nicht immer nur automatisch handeln, wenn wir mal unsere Kundenaufträge denken von AlgoCamp. Wir haben zu, ich würde sagen, 95% der Aufträge sind halt Indikatoren oder Handelssysteme, die halb- oder vollautomatisch handeln. Die Programmierung an sich kann uns aber noch viel, viel mehr Arbeit abnehmen. Und zwar können wir einfach den Alltag von uns einfacher gestalten. Wenn wir daran denken, dass wir beispielsweise manuell traden, wir haben unsere manuelle Strategie und sagen, Algo Trading ist interessant. Vielleicht mache ich das schon, aber ich möchte trotzdem noch manuell handeln. Und dann können wir den manuellen Handel trotzdem noch erleichtern durch Algos. Weil es gibt viele Arbeiten in unserem Alltag, die einfach sehr, ja, sehr stupide sind, sage ich mal. Das fängt vielleicht damit an, dass wir jeden Monat aus dem MetaTrader aus der Kontohistorie ein Statement ziehen und dieses Statement unserem Steuerberater geben oder einfach nur ausdrucken für Ende des Jahres für unsere Steuererklärung. Geht vielleicht damit weiter, dass wir jeden Trade in unserem Tagebuch aufnehmen. Das heißt, wir dokumentieren unsere Trades, machen einen Screenshot davon. All das kann zum Beispiel automatisiert werden. Und das ist ein großer Bereich, der sehr, sehr unterschätzt wird. Das sage ich, weil ich halt sehe, welche Arten von Aufträgen reinkommen. Da kommen solche Arten von Aufträgen relativ gering rein, weil der Fokus wirklich auf die Handelssysteme an sich liegt. Aber wie gesagt, der manuelle Bereich vom Handel kann sehr stark vereinfacht werden. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Heute haben wir drei Systeme mitgebracht, die Sie auch alle kostenlos erhalten. Das werden wir jetzt nicht heute hinkriegen, dass Sie das heute runterladen können, aber das werden wir die nächsten Tage fertig bekommen. Die Systeme, die wir heute vorstellen, die zeige ich Ihnen auch gleich alle live im MetaTrader 4 und 5. Also wir
Wir wollen heute nicht zu sehr in die Theorie gehen und auch keine Folien uns ansehen, sondern wirklich praktisch uns dieses Thema angucken. Die bekommen Sie auch alle kostenlos. Die gibt es bei uns in der Regel nur kostenpflichtig. Aber wie gesagt, die Systeme müssen noch etwas überarbeitet werden, damit sie herausgegeben werden können, einfach der Bedienbarkeit halber. Das heißt, Variablennamen und Parameternamen müssen noch ordentlich benannt werden. Der Code muss ein bisschen aufgeräumt werden. Die Ausgaben müssen verständlich sein. Bisher sind die Systeme für uns intern beziehungsweise für größere Kunden, die einfach solche Systeme zwingend brauchen. Und da habe ich heute drei Systeme mitgebracht. Für den MetaTrader 4 und auch für den MetaTrader 5. Was habe ich heute mitgebracht? Der momentane Trend im Trading-Bereich liegt ja beim Volumen-Trading. Das ist ja momentan die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da wollen wir natürlich nicht außen vor sein, sondern haben für heute einen Volume Profiling Indikator für den MetaTrader 4 mitgebracht. Auch sehr beliebt, haben wir auch in der Vergangenheit sehr viele Anfragen gehabt in dem Bereich. Wir haben hier nochmal etwas, ich sag mal, komfortabler und spannender programmiert, den zeige ich gleich. Es ist beispielsweise auch eine Art von Automatisierung, die jetzt nicht zwingend automatisch handelt. Das ist eher so der Klassiker, ein Indikator. Und wir haben als zweites System noch für den MetaTrader 5 einen Group Chart Indikator mitgebracht. Der nimmt uns extrem viel Arbeit mit, ist komischerweise gar nicht so weit verbreitet. Den gibt es auch im Netz kostenpflichtig. Von uns bekommen Sie den auch noch kostenlos für den MetaTrader 5. Und ganz, ganz wichtig, sowohl für die manuellen Trader als auch für die Algo-Trader unter Ihnen haben wir noch einen, wir nennen ihn Security EA mitgebracht. Und zwar kommt es einfach hin und wieder vor, dass der MetaTrader 4 oder 5, völlig egal, ab und zu die Verbindung verliert. Das heißt, es kommen keine Kurse rein. Wenn wir manuell traden, werden wir das wahrscheinlich relativ schnell mitbekommen, wenn wir noch wach sind und nicht allzu müde sind, dass gerade keine Kurse reinkommen. Bei einem Handelssystem sieht das schon schlimmer aus, wenn wir wirklich einen Trading-Server vielleicht betreiben, da läuft der MetaTrader drauf und wir möchten nicht jeden Tag drauf gucken, sondern wir möchten vielleicht nur einmal die Woche drauf gucken. Und wenn wir dann am Montag drauf geguckt haben und am Dienstag in einer Woche gucken wir wieder rauf und wir stellen fest, vor einer Woche hat der MetaTrader die Verbindung verloren, es kamen keine Kurse rein. Das ist sehr ärgerlich. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Security-EA entwickelt, der das Ganze überwacht, also der quasi den MetaTrader etwas überwacht und uns informiert auf unser Smartphone per E-Mail oder einfach per Pop-up, ob es da Probleme gibt. Natürlich auch für den manuellen Trading, fürs manuelle Trading möglich, aber da sollte es uns hoffentlich relativ schnell auffallen, wenn da etwas ist. Dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit dem MetaTrader 5, um hier auch mal was für den MetaTrader 5 zu zeigen, und zwar mit dem Group Chart Indikator. Ich sehe es bei Tradern immer öfters oder sehr oft, dass sie einfach auf mehreren Zeitebenen unterwegs sind. Das ist natürlich völlig legitim in der Strategie. Ich mache jetzt einfach mal so das typische Setup auf, was sehr viele offen haben. Da sehen wir immer oft den Euro-Dollar vielleicht oder welches Asset auch immer auf 1-Stunden-Basis. Dann haben wir nochmal einen Tagesschart offen, um einfach so den Makrotrend zu sehen, also das Übergeordnete zu sehen. Wir haben hier einen Stunden-Chart noch offen, aber unsere Handelsstrategie ist eigentlich auf dem 30-Minuten-Chartfenster. So, und weil wir noch wissen wollen, was jetzt gerade passiert, haben wir natürlich auch noch einen kleineren Zeitfenster offen, und zwar nehmen wir den Minuten-Chart. So oder so ähnlich sieht sehr oft der Bildschirm von vielen Tradern aus. Da haben wir viele, viele verschiedene Fenster offen. Primär, wie gesagt, sind wir auf 30 Minuten unterwegs, und je nach Strategie gucken wir durchaus natürlich mal eine Zeitebene höher oder eventuell zwei Zeitebenen höher, um einfach zu gucken, ob wir da irgendwo einen übergeordneten, starken Trend haben, der für uns spricht, gegen uns spricht. Und natürlich schauen wir nochmal in die kleineren Zeitfenster, um zu sehen, ob was hier gerade, wie gerade die Volatilität ist, ob wir hier gerade irgendwo starke Bewegungen haben, die wir vielleicht hier im 30-Minuten-Chart nicht sehen. Jetzt wollen wir natürlich nicht immer nur ein Asset handeln, sondern auch noch andere. Und ich möchte beispielsweise diese gleiche Strategie
mit dem eben besprochenen Vorhaben auf den British Pfund gegen den US-Dollar auch noch testen. Was müsste ich jetzt momentan machen? Ich müsste halt überall das Asset reinziehen, um dieses Setup wieder zu haben. Alternative ist natürlich auch, ich habe einfach nur einen Chart offen und wechsle dann hier zwischen her und hin. Aber sehr wahrscheinlich haben wir zu Hause nicht nur einen kleinen Bildschirm, sondern haben vielleicht schon zwei, drei Bildschirme und können den Platz natürlich nutzen. Daher macht es jetzt keinen Sinn, wenn wir einen großen Bildschirm haben und nur einen Chart offen haben, den wir immer hin und her wechseln. Dafür haben wir ja nicht die ganzen Monitore rumstehen, sondern wir möchten den Platz schon nutzen. Und mit dem Group Chart Add-on für den MetaTrader 4 können wir das Ganze vereinfachen. Und zwar ziehen wir das System einfach in den Chart rein, bestätigen das einfach. Hier drüben ziehen wir es auch noch rein. Hier unten auch noch. Und hier drüben auch noch. So. Jetzt haben wir also alles auf British Pfund. Wir haben jetzt hier unsere Marke gecheckt, haben vielleicht ein Setup gefunden oder nicht und möchten jetzt den Euro-Dollar prüfen. Was machen wir jetzt? Wir ziehen einfach den Euro-Dollar in einen Chart rein und wir sehen, die ganzen anderen Charts ändern ihr Asset ebenso. Das heißt, alle Charts sind jetzt hier auch auf den Euro-Dollar. Wir haben vielleicht ganz viel Langeweile, möchten jetzt auch noch den DAX prüfen. Da das Gleiche, ziehen es einmal rein und überall werden die Daten geladen. Also hier sparen wir schon enorm viel Arbeit dadurch. Das heißt jetzt nicht, dass all unsere Charts ihr Asset ändern, sondern nur die, wo wir diesen Group Chart Indikator angewendet haben und auch nur die gleiche Group, also die Gruppen-ID hat. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal vier weitere Charts öffnen und diese vier neuen Charts in eine andere Gruppe packen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein neues Asset reinschiebe, verändern sich diese vier, aber nicht ein anderer Chart. Zeige ich einfach mal. Ich mache jetzt nochmal einen neuen Chart offen. Den mache ich hier klein unten hin. Wir müssen dann nur sehen, was das für ein Asset ist. Hier haben wir die vier, die verbunden sind. Das hier unten ist noch gelöst. Ich wende hier oben den australischen, den US-Dollar an. Und wir sehen nur die Charts, wenn aktualisiert, wo auch dieser Indikator drin ist. Und das ist gerade für die Trader interessant, die wirklich viel in den Charts unterwegs sind, die viele Charts offen haben, die in mehreren Zeitfenstern unterwegs sind und die auch ja, den Platz einfach dafür haben. Gar keine Frage, wenn wir zu Hause auf dem iPad unterwegs sind oder auf einem kleinen Monitor, dann haben wir jetzt nicht den Platz dafür, um alles offen zu haben. Aber so können wir einfach enorm viel Arbeit sparen und haben auch eine geringere Fehleranfälligkeit. Wenn ich das manuell machen würde, würde ich eventuell mal was vergessen. Hätte hier meine Signalgenerierung in 30 Minuten Chart, würde dann hier in den Tageschart gucken, wo vielleicht noch ein ganz anderes Asset angebracht ist und ich hätte ganz andere Kurse und eventuell generiere ich ein ganz falsches Signal. Und das haben wir mit dem Group Chart Indikator nicht. Und das ist für mich so, ja, eigentlich das Musterbeispiel für eine Handelshilfe im MetaTrader, auch wenn man nicht automatisch handeln möchte. Wir handeln hier weiterhin manuell. Aber wir haben ja einfach die Möglichkeit, dass ein kleines Programm uns bei der Arbeit enorm viel hilft. Das ist der Group Chart Indikator im MetaTrader 4. Da gibt es eigentlich mal nichts weiter zu zeigen. Das ist einfach relativ einfach, aber enorm hilfreich in unserem Alltag. Dann springen wir zurück in den MetaTrader 4. Den nutzen wahrscheinlich noch die meisten von Ihnen. Ansonsten gucke ich mal kurz auf die Fragen. Wenn natürlich Fragen kommen, einfach stellen. Wenn es passt, beantworte ich die. Spätestens am Ende des Webinars gehe ich nochmal alle Fragen durch. Okay, beginnen wir als nächstes mit dem, womit fangen wir als nächstes an? Nehmen wir den Security. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, Sie kennen das wahrscheinlich hier unten rechts. Wenn wir ganz unten rechts gucken, sehen wir die Datenübertragung zu unserem Broker. Und ab und zu kommt es mal vor, dass wir hier unten keine Verbindung haben. Ab und zu kommt es auch mal vor, dass wir eine Verbindung haben, aber dass unser Chart nicht mehr tickt. Das ist natürlich auch abhängig vom Broker. Wenn wir beispielsweise Assets haben, die verfallen, dann hätten wir das Problem, dass irgendwann der Chart aufhören würde zu ticken und wir müssten den nächsten Verfall vom Asset einpflegen. Oder aber jetzt auch ganz aktuell, wenn wir zum Beispiel unser oder uns als Kunde hochgestuft haben, als professionellen Kunden und wir jetzt nicht mehr den
Euro-Dollar handeln, sondern den Euro-Dollar mit einem Strichchen am Ende. Dann hätten wir auch irgendwann den Tag erlebt, natürlich nicht unangekündigt, aber der Tag wäre gekommen, wo plötzlich das alte Asset, der Euro-Dollar, nicht mehr gepreist wird im Chart. Wie gesagt, hier wurde natürlich alles kommuniziert, hier würde es nicht von heute auf morgen passieren, aber es kommt immer wieder vor, da erzähle ich Ihnen, denke ich mal, nichts Neues, dass Assets an sich nicht mehr ticken oder der MetaTrader die Verbindung verliert. Wenn wir manuell traden, hätte ich am Anfang auch gesagt, ist das nicht so schlimm. Das wird uns schon auffallen. Natürlich, wenn wir im Tagesschart unterwegs sind und wir nicht ganz genau hereinzoomen, vielleicht weit rausgezoomt haben und jetzt nicht den größten Zoom aktiv haben, kann es durchaus sein, dass es ein paar Tage dauert, bis wir das vielleicht merken. Gerade vielleicht auch am Montag, wenn wir denken, na gut, ein paar Tage zurück, das ist das Wochenende, was da fehlt, ist es ärgerlich. Aber viel, viel schlimmer ist es im Algo-Trading-Bereich, wenn wir einfach automatisch Handelssysteme am Markt haben. Man hat immer so ein bisschen große Angst vor dem Algo-Trading, dass das System ganz in Ruhe das eigene Konto schrottet, dass es vielleicht irgendwo auf dem Server läuft, Position aufbaut und dann stürzt alles ab. Wir bemerken es nicht, loggen uns am nächsten Tag ein und das Geld ist weg. Wenn das System einigermaßen sauber programmiert ist, dann kommt das nicht vor. Was soll im schlimmsten Fall passieren? Der MetaTrader stürzt ab, der Expert Advisor stürzt ab, der ganze Server stürzt ab. Was ist dann im schlimmsten Fall da? Im schlimmsten Fall haben wir Orders am Markt, die wiederum aber auch einen Stop-Loss aktiv haben. Oder aber wir haben eine Position im Konto, die auch einen Stop-Loss hat. Also wenn wir mal vom Notfall ausgehen oder vom schlimmsten Szenario, dann ist das auch nicht so teuer. Dann wird es der Stop-Loss, der eingegeben ist, gerissen. Wenn wir natürlich Orders am Markt haben oder Positionen am Markt haben ohne Stop-Loss, dann ist das schon kritischer. Dann kann das wirklich relativ teuer werden. In der Regel sollten wir keine Strategien oder keine Orders und Positionen am Markt haben, die keinen Stop-Loss setzen. Aber je nach Strategie kommt es durchaus mal vor, wo wir es nicht machen, weil wir vielleicht eine andere Art von einer Strategie haben. Vielleicht keine Trendstrategie, sondern einfach eine Strategie, die eine ganz andere Basis hat. Vielleicht betreibt sie Arbitrage oder ähnliches. Und da gibt es durchaus berechtigte Fälle, wo wir keinen Stop-Loss am Markt haben, weil wir anders gehedged sind einfach in dem Bereich. Oder das schlimmste Beispiel ist natürlich, wo sind sehr viele EAs programmiert. Das hat eher einen historischen Hintergrund, und zwar, dass geordert wird. Also wir geben eine Order in den Markt. Wir haben beispielsweise eine Buy-Stop, Buy-Limit oder was auch immer. Die Order hat erstmal keinen Stop-Loss. Der MetaTrader stürzt ab und dann wird die Order ausgeführt. Und viele EAs sind so programmiert, dass sie erst nach der Ausführung den Stop-Loss eingeben. Das heißt, Order ist am Markt ohne Stop-Loss. Order wird ausgeführt und eine Sekunde oder eine Millisekunde danach wird dann der Stop-Loss gesetzt. So sind sehr viele EAs programmiert, hat er ja so einen kleinen paranoiden Hintergrund, dass halt viele immer noch die Angst hatten oder die Angst haben, dass der Broker sich die Stop-Loss-Levels anguckt. Da ein Durchschnitt bildet, schaut, wo er den Markt hintreibt. Das ist natürlich bei einem seriösen Broker, so wie bei FX-Bet haben wir müssen wir diese Angst natürlich nicht haben. Aber daher stammt es ein bisschen von früher. Das ist natürlich so der allerschlimmste Fall, der passieren kann. Oder auch im manuellen Trading, wir geben einfach eine Order und sagen, den Stop-Loss, den setze ich später, weil ich den NQE wieder anpasse und ich möchte nicht ständig den Stop-Loss anpassen und berechnen, brauche ich das jetzt nicht. Also es gibt wirklich sehr viele Fälle. Das denkt man im ersten Moment nicht, aber wenn es dann mal passiert und uns auf dem falschen Fuß erwischt, dann wird es für uns relativ teuer. Natürlich kann es auch ein schöner Gewinn werden, aber das ist dann mehr Glück als Können und Verstand. Wie können wir uns dagegen schützen? Und zwar mit einem Security AVP, wie wir ihn entwickelt haben. Ich zeige hier mal die Parameter, die wir momentan hier drin haben. Und zwar, was macht der Security AVP? Der Security AVP prüft in Intervallen, wann der letzte Kurs für ein Asset hereinkam. Einfach gesagt, prüft der EA quasi, gab es innerhalb der letzten 3 Sekunden einen neuen Preis für das Asset, welches ich kontrollieren möchte? Wenn ja, ist alles wunderbar. Wenn nicht, dann Schlageralarm. So ist die Logik von dem Security EA. Ganz klar,
Assets bewegen sich nicht immer gleich und gerade bei nicht den Hauptwährungspaaren oder nicht bei den liquidesten CFDs haben wir immer alle paar Sekunden Ticks. Wir haben so die Haupthandelszeit und wir haben Nebenhandelszeiten. In der Haupthandelszeit können wir, wenn wir jetzt beim Euro-Dollar bleiben, durchaus sagen, dass wir da alle 5 Sekunden mindestens einen Tick haben. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wenn wir es jetzt so einen Tag laufen lassen, könnte es durchaus passieren, dass der zwei, dreimal es vorkommt, dass da gerade kein Kurs reinkommt. Und deswegen haben wir einfach zwei Handelszeiten hier eingefügt. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise uns den türkischen Lira gegen den südafrikanischen Rand angucken, dann werden wir zu der Nebenhandelszeit sehr wahrscheinlich auch mal 20 Sekunden keine Kurse haben. Und wenn wir aber zur Haupthandelszeit 20 Sekunden keine Kurse bekommen, dann ist das schon eher ein Zeichen dafür, dass eventuell was nicht stimmt. Und deswegen haben wir hier zwei Handelszeiten eingetragen oder man kann hier zwei Handelszeiten eintragen. Beispielsweise beim Euro-Dollar kann ich jetzt sagen, von Mitternacht bis 7 Uhr morgens, das ist so für mich die Nebenhandelszeit. Und hier schlage bitte erst Alarm, wenn 20 Sekunden lang kein neuer Kurs reinkam. Dann habe ich hier die Haupthandelszeit, die ist jetzt einfach von 7 Uhr bis Mitternacht deklariert. Hier sage ich, 20 Sekunden ist vielleicht schon etwas lang. Für mich sind es hier 10 Sekunden. So, ich habe also die Haupthandelszeit und die Nebenhandelszeit definiert und definiert, wann ein vermeintlicher Fehler vorliegt. 20 Sekunden in der Nebenhandelszeit und 10 Sekunden in der Haupthandelszeit. Was ist, wenn es soweit ist? Wenn wir also ein Delay haben, eine Kursverbindung, die getrennt wurde, was auch immer. Dann haben wir die Möglichkeit, hier zu sagen, schicke mir eine E-Mail, schicke mir eine Push-Benachrichtigung. Das heißt, wenn wir ein Smartphone haben und da die MetaTrader-App installiert haben, dann können wir uns einfach da eine Benachrichtigung raufschicken lassen. Das sieht dann so ähnlich aus, wie wenn wir eine WhatsApp-Nachricht erhalten oder eine SMS auf unser Smartphone. Oder aber, wenn wir sagen, wir sitzen eh vorm Rechner oder haben irgendwie immer einen Blick drauf, dann können wir uns auch noch ein Pop-up schicken lassen. So, wir testen das jetzt einfach mal hier live. Ich nehme mal E-Mail heraus, muss ich das nicht konfigurieren. Push-Nachricht nehme ich auch mal raus, weil wir das jetzt hier am Rechner nicht sehen, wo die Nachricht auf mein Smartphone reinkommt. Deswegen nehme ich nur erstmal das Pop-up, was ich Ihnen anzeigen lassen möchte. So, damit wir auch was sehen, trage ich jetzt extra geringe Zeiten ein. Ich nehme jetzt einfach mal 1 Sekunde. Das heißt, wenn 1 Sekunde lang kein Kurs reinkommt, dann ist das sofort für mich ein Alarm. Aktiviere das Ganze. Und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur, da haben wir es auch schon. Da sehen wir hier, da kommen die Alarme schon rein, dass ein paar Sekunden lang kein Kurs reinkommt. Natürlich tickt es jetzt, aber es ist jetzt einfach nur gering eingestellt. So, am Rechner, wie gesagt, würden wir es wahrscheinlich nicht zwingend sehen. Wahrscheinlich würden wir es dann eher sehen, wenn wir es auf dem Smartphone schicken lassen, aber das kann ich jetzt schlecht hier im Webinar zeigen. Da kommt das Fenster wieder aufgeploppt. Daher nehme ich den IA mal raus, dass wir das jetzt nicht die ganze Zeit sehen. So. Und das müssen wir einfach relativ einfach auf alle Assets anwenden, die wir überwachen möchten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Handelssystem habe auf Euro-Dollar, ein Handelssystem auf British Pfund gegen US-Dollar, dann würde ich auch einfach nur die beiden überwachen. Würde hier also den Security A reinschieben, würde mir die Handelszeiten anpassen und für die Push-Benachrichtigung würde ich dann oben unter Optionen in den Benachrichtigungen einfach meine Meta-Quotes-ID eintragen. Und die finden wir in unserer MetaTrader-App auf dem Smartphone. Die ist irgendwo in den Einstellungen versteckt. Die tragen wir hier ein, müssen wir nicht mal einen Account erstellen oder uns irgendwo anmelden. Die ist einfach in der App vorhanden, können das Ganze testen und wenn es funktioniert, dann bekommen wir auch die Push-Benachrichtigung rüber. Oder aber, wenn wir E-Mails erhalten wollen, müssen wir das gleiche einfach hier auch in den Optionen konfigurieren. Müssen wir hier die Serverdaten eintragen von unserem Mail-Anbieter, woran die Adresse, die E-Mail geschickt wird, an wen sie geschickt wird, von wem sie geschickt wird. Und dann geht es gleich auch per E-Mail. Muss man einfach ein bisschen testen mit der Zeit und gucken, welche Uhrzeiten da richtig sind. Ja, gerade bei E-Mails neigt man wahrscheinlich dazu, dass man irgendwann genervt ist, dass das Postfach voll ist von den ganzen Delays. Aber wie gesagt, je nach Strategie kann man hier auch einfach 2 Minuten eintragen oder 1 Minute eintragen, wenn wir gerade kein Handelssystem auf Tickbasis haben, was wirklich alle Ticks neue Entscheidungen trifft, sondern eher auf
10, 15, 20 oder Stundenbasis unterwegs sind, dann ist es nicht so schlimm, wenn wir ein Delay erst nach 2 Minuten mitbekommen oder nach einer Minute mitbekommen, als wenn wir jetzt wirklich auf Tickbasis unterwegs sind. Was hat es zur Folge, wenn wir einfach zu gering den Zeitraum einstellen? Dann laufen wir einfach Gefahr, dass wir irgendwann die Nachrichten ignorieren, weil wir uns denken, naja, das ist eh wieder nur Fehlalarm, da passiert eh nichts, da muss ich jetzt nicht drauf gucken. Und daher lieber ein bisschen höher einstellen und dann passt das auch soweit. Gut, haben wir den zweiten durch. Dann gehen wir direkt zum dritten, wahrscheinlich für viele den interessantesten. Und zwar ist es das Volume Profiling. Und den haben wir, für wen haben wir das gemacht? Für den Meteor 4 haben wir das momentan aufgenommen. Kurz als Abriss, was bedeutet eigentlich Volume Profiling? Wir haben im MetaTrader in der Regel das Volumen hier unten. Das heißt, wir sehen, wie viel Volumen pro Candle rumgegangen ist hier unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Tagesbasis gehe, sehe ich das Volumen, welches gehandelt wurde pro Tag. Gehe ich auf Stundenbasis, sehe ich das Volumen, was hier pro Stunde gehandelt wird. Und wir sehen auch mal so ein bisschen, dann, wenn große Candles vorhanden sind, dann haben wir auch viel Volumen. So, mit dem Volume Profiling ändern wir quasi die Achse vom Volumen. Das heißt, wir lassen uns das Volumen rechts anzeigen, und zwar nicht auf zusammengefasst Basis auf Candles, sondern zusammengefasst auf die einzelnen Preislevels. Und dafür zoome ich hier nochmal ein bisschen ran, damit wir uns das ansehen können. Wir sehen also, das Volumen noch momentan hier unten. Das ist einfach standardmäßig im MetaTrader aktivierbar und deaktivierbar. Und ich möchte jetzt das Volumen auf dem Preislevel sehen. Wieso? Was bringt es mir? Was bringt es mir hier unten wiederum? Hier sehe ich lediglich, ob die Bewegung an sich, oder ist das lediglich, schon eine wertvolle Information, aber hier unten sehe ich, wie relevant eine Bewegung war. Das heißt, wenn der Markt stark fällt und da viel Volumen hinter steckt, dann kann man es so deuten, dass die Masse dahinter steckte und der Meinung war, dass der Markt jetzt fallen muss. Also der Markt ist mit viel Volumen gefallen. Das ist aber signifikanter, als wenn der Markt fällt, ohne dass großes Volumen da ist. Das sieht man gerade so um die Weihnachtszeit oder einfach zu Feiertagen, wenn beispielsweise in US-Feiertagen ist oder die Börsen geschlossen haben und der Markt bei uns fällt, plötzlich stark fällt oder stark steigt, obwohl da nicht viel Volumen drin ist, also dann ist das immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir ja die Chance einfach mal genutzt haben, wo die großen Player nicht am Markt sondern den Markt hingedrückt haben. Also für mich, das muss jeder für sich interpretieren, aber für mich würde es bedeuten, der Markt ging irgendwo hin, ohne dass die Masse es wirklich wollte. Das sehen wir mit dem Volumen, so wie wir es standardmäßig im MetaTrader haben. Wir können das Volumen aber auch anders deuten oder anders verstehen, was an sich auch eine sehr, sehr wertvolle Information ist. Und zwar können wir uns anzeigen lassen, auf welchem Level viel Marktteilnehmer aktiv sind und wo kein Interesse besteht. Momentan sehen wir es ja nur pro Candle, aber ich weiß jetzt beispielsweise nicht diesen Bereich hier, also hier, wo gerade die Linie auch lang geht, hier in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich, steckt da die Masse hinter? Also ich müsste mir jetzt die einzelnen Candles angucken. Ich gucke jetzt, die Candle ist hier in diesem Bereich. Volumen, naja, okay, war hier die Candle, hatte schon mal mehr Volumen. Aber ich möchte quasi sehen, ich möchte es quasi horizontal sehen. Wie viel Volumen ist hier da? Wie groß ist das Interesse hier gewesen? Wie war es hier oben? Hier oben könnte ich mir vorstellen, dass wir hier zum Beispiel sehr viel Volumen gehandelt haben oder gehandelt wurde. Was dafür sprechen würde, dass hier oben einfach ein großes Interesse dafür da ist, dass der Markt hier stoppt, weil beispielsweise hier oben die Stop-Loss liegen oder viele auf eine Korrektur setzen oder auf einen Abpraller setzen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir jetzt hier beispielsweise in dem Bereich, wo der Markt durchgerauscht ist, dass da kein großes Interesse da ist. Das können wir mit den Informationen hier unten natürlich nicht so einfach darstellen. Da müssten wir schon lange rechnen und bevor wir da fertig wären, wäre der Markt auch schon wieder weg. Und dafür haben wir den Volume Profiling Indikator entwickelt. Den wende ich einfach mal drauf an und dann sehen wir es auch schon. Ich zoome hier etwas raus, dass wir es besser sehen. So, und hier haben wir das Ganze. Das Volumen ist also nicht mehr nicht mehr hier unten pro Candle dargestellt, sondern wir haben die Darstellung jetzt so gesehen horizontal.
Und das Interessante hierbei ist, wir können das Ganze auch von der, das reinzoomen, wir können das Ganze auch einfach ziehen im Chart. Das heißt, ich gehe nochmal in den 15. Chart rein, zoome hier nochmal etwas raus. So, dann kann ich, ja, da klappt der Vorführeffekt wieder nicht ganz. So, jetzt habe ich es. Ich kann also sagen, ich möchte den Indikator auf diese komplette Range angewendet haben. Ich möchte also hier auf dem Bereich das Volume Profiling sehen. So, dann ist es jetzt hochgezogen. Ich möchte es noch ein bisschen weiterziehen. So, dauert immer ein paar Sekunden oder ein paar Klicks, bis es berechnet hat. Und jetzt sehen wir das Volumen auf der horizontalen Ebene. Das heißt, was sehe ich jetzt die ganze Zeit, ohne groß nachzugucken? Ich sehe, dass auf jeden Fall hier in diesem Bereich viel Volumen rumging. Das heißt, hier ist ein großes Interesse an Käufern und Verkäufern. Und das sehen wir auch im Chart. Wir sehen also auch hier, dass hier relativ, ja, viel gehandelt wurde. Der Markt ist hoch, runter, hoch, runter. Wir haben hier eine kleine Range, die gebildet wurde. Hier wurde viel gehandelt. Hier unten wurde viel gehandelt. Und zwischendurch, so wie ich es eben auch ein bisschen erahnt habe, hier in dem Bereich, niemals andere Zeichen. Hier in dem Bereich ist quasi fast nichts gewesen. Da war kein großes Interesse. Da haben sich nicht viele Käufer und Verkäufer getroffen. Hier ist der Markt einfach durchgerauscht. Hier ist er nicht ganz durchgerauscht. Hier war noch mal etwas Widerstand. Aber hier ist der Markt gefühlt einfach nur durchgelaufen. Das Gleiche gilt auch für hier. Hier geht es auch einigermaßen. Und das ist eine sehr wertvolle Information, die wir auch wieder als manueller Trader durchaus gebrauchen können. Natürlich können wir auch ein Handelssystem entwickeln, was darauf basiert. Aber das ist wieder ein Musterbeispiel, finde ich, für eine Trading-Hilfe für manuelle Trader, um uns das einfach anzeigen zu lassen, einfach das Ganze auszurechnen. Wie gesagt, Volume Trading oder das Volume Profiling ist momentan sehr, sehr beliebt unter den Tradern. Das ist ein ganz großes Thema, so ein bisschen gefühlt die Markttechnik 2.0, die jetzt ja, gerade gelehrt wird. In der Theorie auf jeden Fall sinnvoll, wie es im Endeffekt angewendet wird, also was die jetzt beispielsweise mit diesem Indikator machen, wie sie danach handeln, das ist völlig jedem frei überlassen. Es gibt so die, ich sag mal, die Musterdefinition, wie man das Ganze verstehen kann, aber im Endeffekt kann sich da jeder wieder selbst was draus basteln und andere Sachen herausziehen. Ja, wir müssen nicht zwingend diesen Indikator jetzt verwenden, um Einstiege zu generieren. Wir könnten das Ganze auch einfach nur verwenden als Unterstützung für unsere Strategie. Wenn wir beispielsweise schon eine funktionierende Strategie haben, die wir schon handeln, können wir damit überprüfen, ob das vielleicht unsere Strategie nochmal optimiert. Und ob wir vielleicht, wenn wir jetzt beispielsweise hier an dem Punkt angekommen sind und jetzt hier eine Long Order eröffnen möchten oder eine Short Order eröffnen möchten, ein besseres Beispiel, dann würden wir jetzt hier mit dem Indikator, wenn wir diese Informationen hätten, zum Beispiel sagen, naja, ich glaube, ich würde jetzt hier keine Short-Position zwingend eröffnen, weil ich weiß, hier ist zu viel Volumen, hier dauert es, bis der Markt durchbricht. Eine Möglichkeit, andere könnten auch wiederum sagen, da steckt jetzt sehr viel Volumen drin, dann mache ich erst recht hier meine Short Order drauf, weil ich will es einfach wissen. Entweder knallt der Markt in 2, 3 Stunden wirklich nach unten durch, oder er kämpft ewig und steigt dann nach oben, mein Stop-Loss wird gerissen. Also wie gesagt, wie man das im Endeffekt genau umsetzt, wie man es interpretiert, das ist völlig Ihnen frei überlassen in dem Bereich. Da gibt es auch einige Artikel noch, auch kostenlos im Internet, um sich noch ein bisschen einzulesen in das Thema. Aber so als Basic dazu noch die Informationen, die wir jetzt hier sehen, das darf man nicht verwechseln mit dem Orderbuch. Das heißt, das links sind getätigte Transaktionen, die durchgeführt wurden. Quasi das Times und Sales. Vielleicht haben Sie schon mal mit dem Kilometer Trader 5, sieht man das auch. Und vielleicht haben Sie auch schon mit der TWS, mit der Trader Workstation von CapTrader zum Beispiel gearbeitet. Dann haben Sie da auch die Times und Sales. Das heißt, Sie sehen, wie viel Volumen ging um welche Uhrzeit zu welchem Preis durch. Und auf der anderen Seite sehen Sie, das sind also die Times und Sales. Und auf der anderen Seite sehen Sie das Orderbuch. Da sehen Sie halt, wo liegen gerade die Aufträge im Markt. Kann man natürlich beides fürs Trading verwenden. Das Orderbuch muss man ein bisschen aufpassen, welchen Punkt man hier mehr Gewichtung gibt.
In den Times and Sales, da sehen wir im Grunde genommen eigentlich alles, was wirklich gehandelt wurde, im Orderbuch wiederum. Da kann auch sehr viel gefälscht werden. Wir hatten es gerade an der Eurex, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es den sogenannten Eurex-Flipper, der ja, ziemlich viel Geld damit verdient hat, dass er einfach mal extrem große Orders in den Markt gepackt hatte, weil er wusste, dass die Leute aufs Orderbuch gucken und dann sahen sie irgendwie, wie beispielsweise hier oben im Chart 20.000 Kontrakte gehandelt wurden und der Markt ist dann gefühlt dahingerannt, weil der Markt wollte, dass diese große Order abgefrühstückt wurde. Und als der Markt dann da war, wurde die Order wieder rausgelöscht. Also das Orderbuch, das ist so, war durchaus mal interessant. Man konnte damit sehr viel Geld verdienen, aber wie gesagt, worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, das sind zwei verschiedene Dinge, die wir nicht durcheinander bringen dürfen. Orderbuch zeigt die offenen Aufträge, die sichtbar sind. Natürlich sehen wir hier nicht die Dark Pools, wir sehen nicht die versteckten Orders, Market Orders tauchen ja auch nicht auf. Und das, was wir hier im Volume Profiling Indikator sehen, das sind die wirklich getätigten Aktionen des jeweiligen Assets. Also für mich hat es ganz klar mehr Aussagekraft, aber wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Strategien da draußen oder ein paar Trader, die eher auf das Orderbuch schwören als auf die getätigten Transaktionen, die wir im Volume Profiling sehen. Das sind also die drei Handelshilfen, die ich Ihnen heute präsentieren wollte. Und das ist wirklich nur ein kleiner Auszug von dem, was alles noch möglich ist. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus dem MetaTrader hier links. Da haben wir noch den Reiter Skripte. Und Skripte sind auch ein ja, ziemlich starkes Werkzeug, die wir für uns als Trader nutzen können. Aber was können wir damit machen? Oder was dürfen wir uns eigentlich vorstellen unter Skripte? Skripte, das ist quasi ein kleiner Roboter, der einmalig etwas macht in einer gewissen Reihenfolge. Das heißt, wir könnten uns zum Beispiel einen kleinen Roboter entwickeln, also ein kleines Skript, welches alle Positionen sofort schließt. Wir könnten uns also einen kleinen Panikskript entwickeln, wenn also wir jetzt fünf, sechs Positionen offen haben und wir haben ganz vergessen, dass gleich irgendwelche wichtigen Zahlen rauskommen und wir wollen prinzipiell nicht zu Zahlen handeln oder Positionen haben. Dann würde nämlich einfach schnell 2 Sekunden vorher noch einen Doppelklick machen auf unser Notfallskript. Der Roboter würde angehen und sagen, okay, ich gehe jetzt alle Positionen durch, die offen sind. Ich schließe jetzt alles und fertig ist meine Aufgabe. Das ist so der Klassiker unter den Skripten. Wir können aber auch auf einen Schlag beispielsweise jeder offenen Position einen Stop-Loss übermitteln von 10%, von 20 Pips, was auch immer. Wir können automatisiert mit einem Skript alle Gewinntrades schließen und alle Verlusttrades offen lassen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der von sehr, sehr vielen Tradern unterschätzt wird. Der Fokus liegt natürlich hier immer auf den Expertenreiter oder Bereich, wo wir die automatischen Handelssysteme haben, die uns reich machen sollen, gefolgt von den Indikatoren, die auf jeden Fall schön aussehen und uns auch die Signale generieren sollen. Aber die Skripte, das ist immer noch so das versteckte Geheimnis, was noch nicht entlüftet wurde oder noch nicht von allzu vielen entdeckt wurde. Das heißt, im MetaTrader 4 und auch im 5, da ändert sich nicht viel, haben wir halt drei Sachen, die uns helfen können. Entweder legen wir uns ganz zurück und wir haben die automatischen Handelssysteme, die für uns alles machen von Positionseröffnung, Schließung, TP-Setzung, Teilschließung, eigentlich alles, was wir uns vorstellen können. Können Sie auch automatisiert eine Pizza bestellen oder was auch immer. Ein Export-Advisor kann im Grunde genommen wirklich alles. Indikator, da muss ich Ihnen nicht viel erzählen, das kennen Sie, und Skripte, das sind wirklich kleine Hilfstools, die wir uns auch auf die F-Tasten setzen können und im Notfall einfach raufdrücken, dann haben wir gewisse Skripte ausgeführt. Beispielsweise alle Positionen schließen, E-Mail abschicken, Push-Benachrichtigungen rausschicken und Handelssysteme stoppen. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die uns auch helfen können, so gesehen im Alltag. Gut, wie gesagt, die Indikatoren oder die Skripte und die Tools von heute, die kriegen Sie gerne noch alle kostenlos dazu. Das kriegen wir leider nicht, ich denke mal nicht die Woche hin. Anfang nächster Woche werden wir die Systeme noch aufbereiten. Das heißt, kurz und knapp nochmal ein bisschen beschreiben und dokumentieren, weil so ist das nur für uns nutzbar, weil wir die Parameter nicht so eindeutig beschrieben haben. Die Ausgaben bei Fehlern, die sind noch nicht so benutzerfreundlich, dass wir noch hinbekommen, dann bekommen Sie das alles auch kostenlos zur Nutzung für MetaTrader 4 und 5, je nachdem, wofür wir das entwickelt haben. Und dann können Sie es auch zu Hause
für sich nutzen. So, ich zeige Ihnen gerne nochmal ein Musterbeispiel, wofür man den MetaTrader noch gebrauchen kann. Wenn wir beim Thema Handelshilfen sind, gar keine Frage, da ist das ZeroTrader, den kennen Sie ja wahrscheinlich auch schon inzwischen durch die Partnerschaft mit FXBet, eins der größten oder eigentlich das größte, die größte Erweiterung oder die größte Handelshilfe für den MetaTrader 4 oder 5, weil der ZeroTrader einfach nochmal ganz klar macht, welches Potenzial eigentlich hinter dem MetaTrader steckt. Der MetaTrader an sich ist für viele schon ein starkes Tool, klar. Wenn wir das mit der TBS von CapTrader vergleichen, dann ist der MetaTrader natürlich ein kleines Bobbycar, so gesehen. Aber das liegt eigentlich nur daran, dass der MetaTrader 4 und auch der 5 eigentlich nur eine extrem starke Grundlage bietet für Erweiterung. Das heißt, für unsere EAs, für unsere Skripte, wir können uns da wirklich ein relativ professionelles, leistungsstarkes Tool rausbauen. Und das hat der ZeroTrader zum Beispiel gemacht, indem er einfach viele Hilfsmittel, viele Erweiterungen zusammen in ein Tool gepackt hat und uns enorm viel Arbeit abnimmt und auch stupide Arbeit abnimmt. Wie gesagt, da ist das ZeroTrader einfach ganz klar die Nummer eins in dem Bereich, aber nicht Thema vom heutigen Webinar. Dazu gibt es ja schon einige ausführliche Webinare, auch auf dem YouTube-Kanal von FXWeb. Da gibt es auch noch die Aufzeichnung davon. Aber wie gesagt, da ist auch nicht alles enthalten. Heute deswegen nochmal so drei speziellere Systeme vorgestellt. Und das Letzte, was ich noch vorstellen möchte, das ist auch basierend auf den MetaTrader und den Forex-Screener, haben Sie vielleicht auch schon mal von gehört. Der zum Beispiel widerspiegelt auch ganz gut, wie ich finde, das Potenzial vom MetaTrader. Der Forex-Screener, kurz gesagt, ist einfach ein Marktscreener, der den gesamten Markt screent. Das heißt, Sie kennen vielleicht Finviz. Finviz ist für Aktien entwickelt worden, wo wir uns die Assets anzeigen lassen können, die heute 20% gemacht haben, die heute eine hohe Transaktion von Insider-Transaktionen hatten, die gestern 10% gefallen sind und morgen irgendwelche Zahlen rausbringen. Beispielsweise, der Markt ist groß. Bei US-Aktien haben wir circa 6.500 Aktien in etwa, die alle manuell zu überwachen, schafft keiner so wirklich oder auch nicht zu filtern. Das gleiche gilt auch bei den CFDs und Devisen. Da haben wir natürlich keine 6.500, aber auch schon einige tausend. Und da haben wir das gleiche Problem. Und hier mit dem Forex-Screener zum Beispiel haben wir einen kostenlosen Screener entwickelt, der auch auf dem MetaTrader unter anderem aufbaut. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das gleiche vorzunehmen. Wir können sagen, wir möchten uns alle Währungspaare und alle CFDs anzeigen, die innerhalb der letzten 24 Stunden 10% gemacht haben, heute eine gewisse Chartformation zeigen und die ganze Woche negativ waren und jetzt gerade 5 grüne Candles in Folge gemacht haben, beispielsweise. Oder zeige mir alle Assets an, die 10 Tagescandles grün in Folge gemacht haben. Mit dem MetaTrader an sich hätten wir ganz schön viel Arbeit, wenn ich jetzt jedes Asset hier reinziehe und nachzähle 1, 2, 3, 4 grüne Candles, nächste 1, 2, 3, 4 grüne Candles. Und der Forex-Screener beispielsweise baut unter anderem, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, aber er steckt baut unter anderem auch auf den MetaTrader auf. Und da sieht man, finde ich, auch nochmal ganz klar und deutlich, welches Potenzial eigentlich in dem MetaTrader steckt. Deswegen ganz wichtig, der MetaTrader 4 oder 5, so wie wir ihn frisch installieren, ohne irgendwelche Erweiterung, das ist eigentlich nur das Gehäuse. Ein Gehäuse, was dafür gemacht ist, viel, viel mehr einzubauen und damit wirkliche Rennen zu fahren, wenn man das so sehen am Markt. Gut, wir haben noch ein paar Minuten. Ich bin soweit mit den Systemen durch, die ich Ihnen vorstellen wollte. Fragen haben wir momentan auch keine offenen, also können Sie ruhig noch die Zeit nutzen, um ein paar Fragen zu stellen. Ich nutze die Zeit auch nochmal, um Ihnen kurz ein kleines Update zu geben, was bei uns bei iOCamp momentan aktuell ist. Wahrscheinlich kennen Sie schon alle unsere Seite, iOCamp.de. Wenn Sie interessiert sind generell an das Thema Algo Trading, dann finden Sie auf jeden Fall eine Menge. Hier haben wir auch noch die ganzen Webinare aufgezeichnet, gemeinsam mit FXWeb. Wenn Sie auch eine Handelshilfe benötigen oder vielleicht ein Handelssystem programmiert haben möchten, dann sind wir natürlich auch die richtigen Ansprechpartner.
Hier entwickeln wir Ihnen die Systeme, und zwar die Systeme, die genau so agieren, wie Sie es möchten. Und wir können also Ihre Handelsstrategie, die Sie momentan manuell durchführen, automatisieren. Oder aber wenn Sie sagen, Sie haben gar keine konkrete Idee und sind vielleicht noch gar nicht hundertprozentig profitabel im Trading, dann haben wir natürlich auch die beliebten Handelssysteme in unserem Sortiment, wo Sie einfach fertige Expert Advisor für den MetaTrader und ganz frisch auch für den MetaTrader 5 im Angebot haben. Für den MetaTrader 5 haben wir unser erstes Handelssystem vor ein, zwei Wochen herausgebracht. Das ist der Daily Cash, ein MetaTrader Expert Advisor, wo Sie die Wahl haben. Sie können also entweder sagen, Sie möchten ihn für den MetaTrader 4 erwerben oder für den MetaTrader 5. Je nachdem, wo Sie schon ein Konto aufhaben, vielleicht, das haben wir auch mitbekommen, sehr viele trauen sich noch nicht den Umstieg auf den MetaTrader 5, weil das Angebot da noch relativ gering ist, also Indikatoren und Handelssysteme gibt es schon für den MetaTrader 5, aber natürlich nicht noch nicht so viel wie für den MetaTrader 4. Und mit dem Daily Cash wollen wir natürlich auch so ein bisschen den Umstieg einfacher gestalten, dass man sagt, okay, ich wollte mir den MetaTrader 5 eh schon immer mal angucken und wollte eh schon immer mal mit dem Algo-Trading anfangen. Dann hätte man hier die perfekte Kombination, den MetaTrader 5 von SXBet gepaart mit dem Daily Cash Handelssystem für den MetaTrader 5. Oder aber natürlich, wie gesagt, haben wir auch noch alle anderen Systeme für den MetaTrader 4 im Sortiment. Gut, dann schaue ich nochmal auf die Fragen. Sieht momentan wunderbar aus. Wenn ich das so mal sehe, habe ich hoffentlich keine offenen Fragen hinterlassen. Mit dem Download der Systeme, ich denke mal, da brauche ich die Hilfe von Nelson, aber ich denke mal, es wäre möglich, dass alle Teilnehmer informiert werden und den Link bekommen, um sich das herunterzuladen, oder? Ja, kein Problem. Super. Genau, also wie gesagt, wir sollten, denke ich mal, Anfang nächste Woche sind wir damit fertig, damit Sie, wenn Sie die Systeme bekommen, auch verstehen, was da einzustellen ist und nicht irgendwelche kryptischen Bezeichnungen sehen, dann macht das für Sie natürlich auch keinen Spaß und wir alle haben nur mehr Aufwand, weil wir die Sachen nochmals erklären müssen. Deswegen bereiten wir die vor und dann gibt es die auch nächste Woche kostenlos für alle Teilnehmer und dann können Sie die auch selbst im MetaTrader 4 oder aber auch im 5 nutzen. Gut. Wenn keine weiteren Fragen mehr reinkommen, dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Ja, war ja auch tatsächlich alles verständlich. Interessante Tools, definitiv. Insbesondere, glaube ich, mit dem Volumen ist ja aktuell sehr in Mode. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Wie du schon gesagt hast, sobald ihr da den Link fertig habt, dann gerne dann Bescheid geben, dann senden wir das an die Teilnehmer raus. Und ja, Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Da keine weiteren Fragen reinkommen, sind wir diesmal gut in der Zeit und auch soweit durch. Dann bedanke ich mich natürlich bei den Teilnehmern, dass sie heute wieder anwesend waren und Interesse gezeigt haben. Danke, David, für die Vorstellung der Tools. Und ist ja nicht unser letztes Webinar. Von daher sage ich schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und David, wie immer, hast du das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei euch für eure Zeit, für eure Teilnahme. Freut mich immer wieder, wenn so viele Leute noch dabei sind, wenn es um unser Lieblingsthema geht im Algo-Trading. Und in diesem Sinne, wenn Fragen offen sind zum MetaTrader oder zur Kontoöffnung, dann ist unser Partner von FXBet natürlich der richtige Ansprechpartner. Oder wenn Sie nochmal genauere Fragen haben zu den Tools von heute, die Ihnen vielleicht im Nachgang kommen oder generell zum Algo-Trading, dann können Sie uns natürlich auch gerne von AlgoCamp erreichen und anschreiben. Da helfen wir Ihnen auch gerne weiter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen hoffentlich nicht zu heißen Abend und viele erfolgreiche Trades. Auf Wiedersehen.